Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den heutigen Love Vibes. Ja, meine Lieben, wir sind in einer ganz speziellen Zeit. Wir hatten gestern den Neumond, den Wassermann, deswegen liegt diese Karte hier noch draußen. Öffne dich für die Veränderung. Und Wassermann-Energie, da geht es sehr stark um das Miteinander, um das neue Miteinander, um Menschlichkeit, um Freiheit, um Gleichheit. Und wir dürfen uns hier jetzt, dieser Neumond ist ein riesengroßer Startschuss für geballte Wassermann-Energie, in der wir bereit sind durch Pluto und die Sonne, aber die nochmal einen richtigen Energy-Kick bekommt Mitte des Monats, Mitte Februar durch Mars und Venus in Konjunktion in Pluto, alles im Sternzeichen Wassermann. Deswegen habe ich euch die Karten rausgelegt, um euch das ein bisschen zu veranschaulichen. Also, Mars, Pluto und Venus begegnen sich alle zwischen 14. und 17. Februar im Sternzeichen Wassermann. Sternzeichen Wassermann, der Stern, spricht von neuer Hoffnung, einer neuen Vision, einer neuen Einstellung, einem neuen Mindset, Authentizität, echte Verbundenheit, Hoffnung, Wunscherfüllung. Mars und Venus, ne? Das sind beides Energien oder Planeten, deren Energien auf unsere Beziehungen und Partnerschaften, auf die Art und Weise, wie wir Beziehungen und Partnerschaften führen, einen tief bewegenden Einfluss haben, wo wir wirklich erwarten dürfen, dass sich jetzt etwas verändert, dass sich etwas zum Positiven verändert, dass wir in die Hoffnung kommen dürfen, dass wir eine neue Vision von einer gemeinsamen Zukunft oder von dem Thema Partnerschaften zeichnen dürfen. Wenn wir jetzt eben bereit sind, etwas Neues zu lernen, etwa eine Veränderung zuzulassen. Und wie gesagt, da Wassermann-Energie eine sehr, sehr, sehr starke Energie ist von wir, habe ich das Gefühl, dass auch in unseren Liebes- und Partnerschaftsthemen eine sehr, sehr große Veränderung passieren kann, die uns dem, was wir uns wünschen oder der neuen Vision von einer Zukunft, einen entscheidenden Schritt nach vorne bringen. Und deswegen möchte ich diese Karten auf jeden Fall alle draußen liegen lassen zu diesen Love Vibes, weil auch der Februar kann uns verändern. Und wir dürfen uns öffnen. Wir dürfen uns öffnen. Beziehungsweise, ich will es noch gar nicht vorne weggreifen. Ich habe das Gefühl, irgendwie fühle ich schon, was für eine Botschaft hier rauskommen will. Aber wir klären es erstmal ab. Und dann, dann rede ich weiter. Meine Lieben, genau das. Guckt es euch an. Der Stern und die zwei Kelche. Wir dürfen eine neue Hoffnung, wir dürfen geführt werden in unseren zwischenmenschlichen Dynamiken. Wir dürfen unser Selbst im Miteinander nochmal ganz neu entdecken. Wir dürfen etwas heilen, ne? Heilung. Wir dürfen alte Themen, die gehen wollen, innerhalb von Verbindungen, die sich jetzt einfinden oder die sich neu formieren oder die sich irgendwie verändern, Transformation, etwas heilen, wirklich. Unser Miteinander möchte heilen. Im Miteinander dürfen wir heilen und dürfen ein viel größeres Bild zeichnen. Ne? Wie Wassermann-Energie, welches Bild zeichnest du? Meine Lieben, das kann ein Neuanfang sein. Der Februar kann ein Neuanfang sein, wo du, der Nahe steht für Leichtigkeit, ne? So. Wo du etwas abstreifst, ein Thema deiner Seele, wo du freier werden darfst, wo vielleicht auch einfach irgendwas Neues beginnt. Ne? So. Der Beginn von etwas Neues. Und Veränderung beginnt immer im Kopf, meine Lieben. Wassermann-Energie ist eine sehr starke Energie vom Mindset. Was für ein Mindset hast du? Welche Vision zeichnest du dir, von deinem Leben und wie viel Vergangenheit hängt da noch drin, die deine Vision zeichnet? Ja, vielleicht gibt es da Blockaden. Ne? So, vier Münzen. Die vier Münzen ist die gegenteilige Energie vom Stern, meine Lieben. Wassermann-Energie ist, why not?
unkonventionell. Einfach mal machen, was ausprobieren, sich nicht selber zurückhalten. Ich sage jetzt mal so Schutzmechanismen. Ne? Ich versuche mein Herz zu schützen, ich bin in der Zurückhaltung, ich blockiere mich selbst aufgrund einer Sache. Ne? Ich blockiere mich im Hier und Jetzt selbst, weil ich irgendetwas an der Vergangenheit, eine schmerzhafte Erfahrung, irgendetwas, was tief sitzt, irgendwas Seelisches, weil mich das noch blockiert. Aber das kann jetzt geheilt werden, indem ich sage, ich öffne mich für die Veränderung. Why not? Ich probiere es mal. Und dadurch darfst du möglicherweise eben ganz neue Erfahrungen jetzt machen. Ich weiß nicht, warum ich die 4 Münzen rausgelegt habe, aber I feel it. Ja, so. Ich will das jetzt mal kurz abklären. Öffne dich für die Veränderung. Aber ich nehme heute wirklich sehr viel Mindset-Energie wahr. Eine Einstellung. So. Öffne dich für die Veränderung. Das ist mit diesem Startimpuls, dass du bereit bist, etwas Neues zu erfahren, dass du bereit bist, etwas zu tun, das du so noch nie getan hast. Meine Lieben, der Stern. Mit der Hoffnung. Vielleicht waren da, na, vielleicht hast du Schicksalsschläge, traumatische Dinge hinter dir. Es ist an der Zeit, zurück in die Hoffnung zu kommen und dann, keine Ahnung, dein Leben nicht selbst aufzugeben, die Liebe nicht aufzugeben oder wie auch immer. Die Frage, die ich gestellt habe, die mit dem Stern geklärt wurde, ist ein Impuls, etwas anders anzugehen, offen sein für die Veränderung, bringt dir etwas, was entweder die Hoffnung in dir schürt, was sich tatsächlich gut anfühlt, was eine sehr heilsame Erfahrung ist, was eine neue Vision zeichnet. Öffne dich für die Veränderung, die, ehrlich gesagt, wenn hier nochmal die Wassermann-Energie rausfällt, die in den nächsten Tagen und Wochen möglich ist. Mit dieser Mars in Wassermann Energie bekommen wir sehr krasse Befreiungsimpulse. Ne? So Mars ist, ich befreie mich, ich mache was anders, ich setze mich dran, ich fühle mich verantwortlich, ich bin der, ne? Ich bin der Macher meines Lebens. Einen Tag später, Mars-Konjunktion Pluto, intensive Energien, die dich unterstützen in deinem Tun, in deinem Vorhaben. Ne? So, nochmal 2 Tage später zieht Venus, unser Liebesplanet, auch in den Wassermann ein. Es darf leichter werden, es darf freier werden, es darf harmonischer werden, es darf ein Wir werden. Ne? Ein Wir aus Energien, die 2 Kelche, ich muss die 2 Kelche raussuchen. Ein Wir aus Energien, ein gemeinsamer Fluss, ich fließe wieder, weil ich fließe, fließt plötzlich das Außen. Weil ich das Fließen zulasse, fließt das Außen. So, einen Tag später, ne, 16. Venus im Wassermann, einen Tag später hat die gleiche Liaison, die Mars hatte mit Pluto, hat Venus dann. Wieder sehr intensive Energien, wo Leidenschaft erwachen darf, neue Gefühle erwachen dürfen, wo es einfach wirklich intensiv ist. Und dann am 22. haben Mars und Venus auch eine Konjunktion. Konjunktionen sind immer harmonische Aspekte. Im Sternzeichen Wassermann, wo sich diese beiden Anteile in uns vereinen dürfen. Und natürlich, ne, alles, was sich in uns vereint, vereint sich im Außen. Also hier können, keine Ahnung, hier können sich Beziehungen finden, Seelengefährten. Hier kann eine Beziehung sich ganz stark verändern, eine ganz neue Richtung einnehmen. Ne? Eine neue Beziehung von einer gemeinsamen Zukunft. Aber die Impulse dazu setzen wir jetzt 8 Stäbe mit der Energie, die wir aussenden. Die Welt. Was willst du nicht wiederholen? Wiederhole es in deinem Kopf nicht. Ne? So. Ich muss mich schützen, weil ich muss mein Herz beschützen, weil in der Vergangenheit bin ich oft verletzt worden. Don't repeat it, wirklich. Wiederhole deine Vergangenheit nicht, indem dass du sie dir immer noch erzählst. Denn öffne dich für die Veränderung, kann dich in deinen Beziehungen oder durch Beziehungen, durch das Miteinander, genau dahin führen, wo du entweder Heilung bekommst, Hoffnung, sich ein Wunsch erfüllt, du ins Wir gehst, du endlich Verbundenheit
spürst, erkennst, dass du Menschen mit einer anderen Energie anziehst, dass du dadurch irgendwie im Miteinander wieder fließt. Ich hätte gerne den Stern hier nochmal abgeklärt. Öffne dich für Veränderung. Ja, Wowski, meine Liebe, wirklich. Wow. Schaut euch das an. Page der Kelche, Königin der Kelche, Ass der Kelche. Der Page der Kelche ist verträumt, verliebt, romantisch, verliebt in die Vision seiner Zukunft. Ich möchte mich wieder verlieben. Ich möchte mein Herz weit öffnen. Ich möchte eine neue Vision zeichnen. Ich bin absolut bereit, Liebe zu empfangen. Ne? So. Ich öffne mein Herz für meine eigene... Wowski. Wowski. Meine Lieben, schaut euch diese Liebessterne an. Oder diese Liebesenergien. Ass der Kelche. Die 10 Kelche. Die Liebenden. Und jetzt haben wir hier auch noch ein König der Stäbe. Und die 9 Kelche. Und der Hierophant. Und das Gericht. Meine Lieben. Öffne dich jetzt für die Veränderung. Und zwar die Veränderung, dass du richtig krass verliebt bist in dein neues Leben, in eine Person, die dir begegnet, in das, die Veränderung innerhalb einer bestehenden Beziehung. Dein Ass der Kelche, das ist das Gegenteil von den 4 Münzen, ne? So. Dein Ass der Kelche, ein lautes, inneres, offenes Ja zu deiner eigenen Fülle, zu einem Miteinander, zu, I don't know, die 10 Kelche, ist das Spiegelungsenergie, was dir im Außen begegnen wird. Ich weiß nicht, ob der König der Stäbe dein bestehender Partner ist, jemand, den du kennenlernst. Was ich aber sehe, ist, dass der König der Stäbe dieses Glücksgefühl auslöst, dass sich endlich ein Weg auftut, dass hier neue Werte verkörpert werden, dass man hier ehrlich ist, ne? Das ist Commitment-Energie, dass du endlich langfristig mit den Menschen verbunden bist, mit denen die Partnerschaften eingehst, dass du dir wünschst und dass du das, was dich in der Vergangenheit zurückgehalten hat oder das, was dich hier noch zurückhält, dass du es endlich loslassen darfst. Und es beginnt mit diesem Ass der Kelche. Es beginnt mit dem, was du an Energien, an Liebe aussendest, an was du zulässt, wofür du dich öffnest. Öffne dich für Veränderung, für eine neue Vision von deinen Partnerschaften, von Miteinander, von Liebe. Na, das kann sowas sein wie, keine Ahnung, mein Paradebeispiel ist immer, ich kann mir keine Fernbeziehung vorstellen. Oder... Ja, ich bleibe bei dem Beispiel. Ne? Ich kann mir keine Fernbeziehung vorstellen. Was ist, wenn der König der Stäbe vielleicht eine Fernbeziehung ist, aber ihr seht euch jedes Wochenende und jedes Wochenende eine tolle, liebevolle, intensive, schöne Beziehung zu haben, ist besser, als Wochen, Monate und Jahre lang weiter zu warten, dass dir der König der Stäbe begegnet und einen Kilometer von dir weg wohnt. Öffne dich für Veränderung. Denn Liebe finden, Partnerschaften, Commitment, Seelengefährten, in denen neue, wundervolle, ne, neue, Ast der Kelche, neue, wundervolle Gefühle gefühlt und erlebt werden können. Das ist jetzt drin. Und ich habe wirklich, jetzt schaut euch die Karten an, ich habe das Gefühl, der Einzige, der gerade diese Energien blockieren könnte, könntest du selbst sein. Könntest du selbst sein. Der König der Stäbe ist in irgendeiner Art und Weise für dich eine Inspiration, jemand, der dich bestärkt, jemand, der dich motiviert, auch ehrlich gesagt jemand, der sehr attraktiv ist, der dir dabei hilft, entweder einen Wendepunkt in deinem Leben einzuläuten, ne? Der Tag, der dein Leben verändert, ist für mich das Gericht.
etwas von deiner Seele, von deinem Herzen loszulassen und wirklich wieder ins Träumen, ins Wünschen, ins Glauben, ins Hoffen kommen zu dürfen und das wirklich unter diesem Deckmantel, das sind die neuen Werte, die jetzt Stierenergie realisiert, manifestiert, gestaltet werden können. Hier ist auch so ein sehr starker, ne, die Liebenden, das Gericht, der Hierophant, ein sehr starker Impuls von deine weitere Bestimmung, deine Bestimmung hier finden, sehen, erkennen. Also, Wowski, meine Lieben, öffne dich für die Veränderung. Why not? Unkonventionelle Wege. Einfach mal machen. Nicht so viel nachdenken, keine falsche Zurückhaltung, sondern wirklich, der Page der Kelche ist manchmal ein bisschen naiv. In die Page der Kelche Naivität eintauchen und sagen, hey, egal was ich vorher erlebt habe, ich will das selber nicht wiederholen in meinem Kopf. Ich glaube jetzt einfach mal, dass es dieses Mal anders ist. Ich gehe in die Hoffnung, ich lasse mich überraschen. Ne? Wir haben Wassermann-Energie ist Uranus-Energie. Uranus ist überraschen. Ich lasse mich vom Universum einfach eines Besseren belehren. Ich lasse mich mal wieder positiv überraschen. Und wenn das die Blockade ist, die du in dir verändern kannst, dann habe ich das Gefühl, bekommst du hier im Außen eine Resonanz, die dieses Gefühl bestätigt, die dir nicht sagt, oh, es war so dumm, hier dran zu glauben. Nein, die dir sagt, oh mein Gott, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich an diesem Wunsch, an dieser Vision festgehalten. Ich habe zwar zugelassen, dass es anders ausschaut, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mich geöffnet. Aber jetzt bin ich da. Oder jetzt sehe ich den, ne, hier ist immer Licht am Ende des Tunnels. Jetzt sehe ich hier das Licht am Ende des Tunnels. Jetzt sehe ich hier den weiteren Weg vor mir und wo es hingehen kann langfristig. Was aus dem, wofür ich mich öffne und was sich in meinem Leben zeigt und was ich annehme und was ich zulasse und was ich mache, dass sich daraus wirklich ein ganz klarer Weg auftut. Scheideweg, ne? Das Gericht ist der Scheideweg. Okidoki, meine Lieben, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Definitiv klären wir ganz genau die vier Münzen ab, weil das ist das Einzige, wo ich sage, ja, es gibt vielleicht eine Blockade, ne? Herz verschlossen, Herz geöffnet, wie auch immer, die wir uns anschauen müssen, die jetzt hier heilen möchte. Das, was die vier Münzen wollen heilen. Und das ist erstmal etwas, was du allein tust. Und ich habe das Gefühl, mit diesem Loslassen, mit diesem Öffnen, mit dieser Herzöffnung, mit diesem Öffne dich für Veränderung. Ich lasse einen Gedanken zu, ein neues Mindset, eine neue Vision von meiner Zukunft, eine neue Vision von unserer Zukunft. Ich habe das Gefühl, wenn du das hinkriegst, dann passiert hier eben eine Veränderung, die dich sehr stark bestätigt. Wir klären ab, wer der König der Stäbe ist. Und dann lassen wir uns da ganz intuitiv durchtreiben. So, zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, und darüber würde ich mich sehr freuen, findest du ebenfalls unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst und wie du dabei treten kannst. Genau, so, für diejenigen unter euch, die sich das Zusatz Video nicht anschauen. Du bist jetzt der Gestalter deines Schicksals. Wenn du sagst, hey, ich habe es mir vielleicht so vorgestellt, aber ich bin jetzt einfach offen dafür, dass ich nicht an jemandem festhalten soll, wo es nicht weitergeht, dass ich nicht an einer bestimmten Vorstellung, an einer bestimmten Idee festhalten soll, dass ich nicht an einem alten Schmerz, ne, don't hold a grudge, also im Sinne von, ich hänge immer noch an meiner Vergangenheit, die war so schmerzhaft, bla 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 bla, ne, dass ich da jetzt wirklich loslasse und sage, nein, ich will meine eigene Vergangenheit nicht wiederholen, ich will nicht immer die gleichen Idioten daten, ich bin bereit, dass sich meine Beziehung weiterentwickelt, was auch immer. Wenn du das hinkriegst, dich dafür zu öffnen, dass der Plan vom Universum, der dich Richtung Wunscherfüllung bringt, ein anderer ist, als du es dir vorgestellt hast, wo du dein Mindset, wirklich, ich habe heute ganz stark den Impuls von Mindset, auch wenn das hier natürlich Herzöffnung ist, aber am Ende des Tages entstehen Gefühle aus Gedanken, also ne, alles beginnt irgendwie mit einem Gedanken. Ein neues Mindset, darauf folgen neue Gefühle, neue Hoffnung. Ne?
dass das die Aufgabe ist, auch hier, der du dich verschreiben darfst, wo du einfach ins Träumen kommen darfst und sagen darfst, ja, Mann, ich träume von glücklichen Beziehungen, ich träume von 2 Kelchen, ich träume von einer 10 Kelche Hierophant-Zukunft. Universum, ich sende diese Wünsche an dich aus. Zeig es mir. Habe ich das Gefühl, liegt hier. Das Universum zeigt es dir. Das Universum bringt dir diese Menschen, diese Verbindungen, dieses Wir, das für dich ein Game Changer sein könnte. Und Game Changer erzähle ich euch seit, naja, ich würde es mal sagen, knapp 4 Wochen, weil diese geballte Wassermann-Energie, Pluto in Wassermann, riesengroßes Happening, ein absoluter Game Changer für uns sein wird. Und am Ende von Februar haben wir geballte Fische-Energie, seelische Verbundenheit, tiefe Gefühle. Also, ich sag's ganz ehrlich, spring auf den Zug auf den Zug glücklich sein, langfristig glücklich sein, die Menschen finden, mit denen sich deine Wünsche und Visionen erfüllen lassen, die Orte finden, wo sich in bestehenden Partnerschaften deine Vision erfüllen lässt, und spring auf und geh mit, weil das Universum wird dich nicht enttäuschen. Der Einzige, der hier sagt, oh nee, Zurückhaltung, oh, ist mir zu unkonventionell, ist mir zu unsicher, habe ich noch nie gemacht, traue ich mich nicht, bist du. Und ich sag dir, 9 Kelche, dass du das nicht bereuen wirst. Du wirst diese Entscheidung, deinem Herz zu folgen, deiner inneren Stimme zu folgen, dich auf was Neues einzulassen, ein neues Gefühl kennenzulernen oder zu integrieren, das wirst du nicht bereuen. Daraus wird irgendetwas Neues für dich entstehen. Und etwas Altes, ne, das Stirb- und Werde-Prinzip von Skorpion oder von Pluto, etwas Altes darf damit endgültig wegbrechen. Und ich sehe auch hier mit den Liebenden definitiv eine Lernaufgabe, dass du durch ein neues Gefühl oder durch eine neue Erfahrung auch nochmal was ganz Neues lernen darfst. Okidoki. Meine Lieben, so lasse ich das hier stehen. Öffne dich für die Veränderung. Du wirst sehr glücklich darüber sein. Ja. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.